Hier noch ein weiteres Zitat. Sie sehen, ich baller Sie heute mit Zitaten voll, um dem ganzen Gewicht zu geben. Ja, dass nicht nur ich das sage, sondern die haben es damals auch schon alle gesagt. Hier der Herr Maxwell, großer Physiker mit den Maxwell'schen Gleichungen, der sagt auch irgendwie, Logik ist zwar irgendwie gut und so, aber und nur mit bestimmten Dingen, und zwar mit Sachen, wo man sich ganz, 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 ganz sicher sein kann, oder mit Sachen, die unmöglich sind, die also Wahrscheinlichkeit null haben, oder die irgendwie völlig zweifelhaft sind. Ja, aber das sind nicht die Sachen, die interessant sind, sagt er. Das sind nicht die Sachen, wo wir eigentlich drüber nachdenken wollen. Sondern er sagt sozusagen, die wahre Logik für diese Welt ist also der Kalkül der Wahrscheinlichkeiten. Das sollte man also nehmen. Ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeiten, die Magnitude der Wahrscheinlichkeiten soll berücksichtigt werden. Das heißt, ich habe a priori Wissen über Situationen, kann damit schon Sachen ausschließen, aber vielleicht nicht völlig, bekomme dann Daten und ändere dann sozusagen meine Wahrscheinlichkeitsverteilung über die möglichen Hypothesen. Ja? And it ought to be in a reasonable man's mind and woman's mind too, of course. Ne? Das ist von 1850. Prima. Da fragt man sich natürlich auch, in einem AI-System sollte es wahrscheinlich so zugehen. Und deswegen ist es halt interessant, einerseits die Mathe zu lernen, die dahinter steht. Und wie gesagt, Bayes Rule ist was, was Sie verstehen sollten. Und die Berechnung, die ich Ihnen gezeigt habe, das ist, glaube ich, hilfreich schon und praktisch hilfreich. Dann gibt es diesen Psychologen Josh Tenenbaum, der auch auf die Machine Learning-Konferenzen fährt, ja, der also beide Seiten kennt, der das irgendwie empirisch überprüft und guckt, wie funktionieren wir denn? Also wie auf so einem High-Level, nicht auf so einem neuronalen Level, sondern auf so einem High-Level. Wie treffen wir denn Entscheidungen und so weiter und so fort? Und der findet das auch raus. Gut, wir sind am Ende für heute. Beim nächsten Mal erzähle ich Ihnen was über Kausalität. Ja, und Kausalität ist sowas, so eine Art Next Step nach den Wahrscheinlichkeiten. In gewisser Hinsicht haben wir heute schon über Kausalität geredet, bei den grafischen Modellen. Da geht es ja praktisch, in den Erklärungen habe ich Ihnen immer nur so kausale Modelle gesagt, ja. Aber typischerweise, wenn Sie nur Daten haben, dann haben Sie das halt häufig nicht. Ne? Wird sozusagen die Arbeitslosigkeit vom Zinssatz beeinflusst? In welche Richtung? Wissen wir nicht. Ist kompliziert. Ja? Und solche Sachen. Und da wird es so ein bisschen rumgehen. Auch natürlich relativ high level. Also, aber ich werde Ihnen da so ein paar Sachen erzählen, was es da so gibt und was man da heute so macht.